Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um die Reparatur eines Labornetzteils, hier in dem Fall eins von Siemens. Also es ist ein großes Gerät mit drei Ausgängen und man sieht hier in dem Bereich, da sind irgendwie die Potis reingedrückt, dort und dort. Und ich habe den mal eingeschaltet vorhin, also die beiden gehen irgendwie die Kanäle und dieser hier nicht. Und da werde ich einfach mal jetzt nachforschen, was da los ist. Der Typ dieses Geräts, den sieht man hier, das ist ein Stabi-Z 7KD2423, also ein großes Labornetzteil von Siemens. Also Siemens hat, glaube ich, damals auch in Zusammenarbeit mit der Firma Gossen solche Geräte gebaut. Ob das jetzt ein Original Siemens sozusagen ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es auch Gossen-Geräte gab, die eigentlich vom inneren Aufbau genauso aussahen. Aber gut, ich werde jetzt Folgendes machen, natürlich aufschrauben. Dazu löst man hier vorne erstmal die vier Schrauben, die die Blende halten. Da sind so eine Seitenteile auch noch mit bei, solche Alu-Teile. So, dieses hier auch. Gut, die Schraube muss ich hier noch suchen. Und jetzt kann man hier diese Blende abmachen. Und hier sind jetzt die Anzeigen hier zu sehen, die Drehspulmessinstrumente und so weiter. Hier ist nochmal eine schöne Aluplatte. Bevor ich die jetzt hier rausmachen kann, muss ich hier oben nochmal aufschrauben. Da bräuchte ich also einen anderen Schraubendreher, also etwas kleinere Schrauben. Und dann werde ich gleich mal, nachdem ich das aufgeschraubt habe, von oben zeigen, weil es ist nämlich sehr interessant zu sehen, wie diese Geräte innen aufgebaut wurden. Also das ist in keinster Weise mehr vergleichbar mit den Netzgeräten, die man aus Fernost bekommt. Kann man sich auch sicherlich vorstellen bei solchen Herstellern wie Siemens oder Gossen. Also da wurde schon sehr viel auf Qualität natürlich Wert gelegt. Ich werde jetzt mal die Kamera umschwenken und das Gerät von oben zeigen. So sieht jetzt hier das Gerät von oben aus. Und ich werde mal jetzt einfach hier den Deckel aufmachen. So. Und was man jetzt hier sehr schön sieht, ist, dass es hier keine wilde Verdrahtung gibt, sondern es gibt hier einen dicken Kabelbaum, der sich verteilt hier auf die Frontplatine sozusagen, hier auf der Seite und hier der Rückplatine, wo der Trafo auch sitzt. Und das Gute dabei ist, wenn ich jetzt hier vorne diese Stecker löse, diese drei, dann kann ich hier komplett das Teil praktisch rausnehmen. Also ich zeige das gleich nochmal hier. So, ach so, da ist noch der Schalter. Der hängt da noch irgendwie, den muss ich nochmal abmachen. Auf der rechten Seite hier unten muss ich abdrehen und auch den Schutzleiter hier auf der Seite. Moment, das geht gleich ab. So, jetzt ist es ab. Jetzt habe ich also hier das komplette Modul von vorne. Hier ist noch der Schalter jetzt drin, der ist an so einer Stange dran. Das ist eigentlich auch sehr intelligent gelöst. Ja, also hier ist der Schalter von vorne. Der wird dann nach hinten geführt, hier an das Gerät, auf diese Seite, weil dort auf dieser Platine der Hauptschalter sitzt. Und so kann man jetzt hier diese Einheit komplett rausnehmen. Und jetzt kann ich mir auch das zum Beispiel nochmal anschauen, was mit den Potis dort ist. Ob die nur irgendwie, weiß ich nicht, lose sind oder so, sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Und ja, werde erstmal die ganzen mechanischen Sachen mir angucken. Speziell das eine Poti hier vorne, was offenbar auch ja irgendwie angeknabbert wurde da. Und das ist auch zu tief. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was da passiert ist. Vielleicht ein falsches Poti eingesetzt oder. Naja, also jedenfalls werde ich das auch nochmal auseinandernehmen. Man sieht übrigens auch hier, die Drehknöpfe fehlen alle. Das heißt, ich werde hier diese vier Schrauben lösen, das abnehmen und dann nochmal weiter zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist von innen. Ich hatte das doch gerade gesehen und zwar ist einem das vielleicht aufgefallen, hier das Poti in der Mitte, dort
Das ist kaputt, das ist mechanisch kaputt. Also es muss komplett getauscht werden. Bei dem anderen weiß ich jetzt nicht, da scheint wirklich nur der Knopf oben abgeknabbert zu sein. Aber bei diesem Poti, das muss ich komplett ersetzen. Gut, aber ich werde jetzt trotzdem erstmal hier diese Frontplatte abschrauben. Also hier diese vier Schrauben einfach lösen. Und dann kann man das nämlich komplett auseinandernehmen. Man kommt also auch dann sehr gut ran. Hier auch nochmal. Und auch hier. So, also der Drehknopf muss noch ab. Da muss ich aber erstmal noch ein scharfes Messer holen, um den Deckel hier abzumachen. Da geht man dann am besten mit einem scharfen Messer hier ein bisschen runter und zieht die ein bisschen hoch. Das ist manchmal ein bisschen schwergängig. Kriegt man den Deckel ab und dann ist dort eine Schraube, die man löst. Das heißt, dieser Drehknopf, da ist letztendlich so eine Spannzange drin. Und so ist das jetzt ab. Und jetzt kann ich hier sicherlich den Deckel umklappen. Einmal rum. Und tada, hier ist es jetzt zu sehen, der ganze Aufbau. Hier sieht man das kaputte Poti dort in der Mitte. Vielleicht ist es ja auch der einzige Fehler, dass es dadurch nicht geht. Das weiß ich jetzt nicht. Was man noch machen kann, ist, man kann hier, dazu bräuchte ich allerdings nochmal eine Zange, hier diese Anzeigen abschrauben. Aber das mache ich einfach nochmal. Ich habe jetzt hier rechts und links einfach mal die kleinen Abstandshalter hier lose gedreht mit einer Zange, und so dass ich sie jetzt abdrehen kann. Jetzt kann ich hier das Gesamte rausnehmen. Jetzt kann ich ihn nicht rausnehmen, fällt mir gerade ein, weil auf der Rückseite ist noch eine Schraube hier, so eine Kunststoffschraube, und die dient nochmal hier zur Unterstützung dieser Platte hier vorne, dieser Aluplatte. Das heißt, diese Schraube werde ich nochmal lösen. Dazu brauche ich nochmal einen anderen Schraubendreher, den ich nicht hier habe. Den hole ich schnell. So, kann ich den also hier jetzt dann lösen. Hoffe ich zumindest. Da ist noch ein bisschen Schraubensicherungslack drauf. Und diese Abstandsbolzen dienen eigentlich nur dazu, um das ein bisschen zu stützen in der Mitte. So, jetzt ist es also hier lose. Da ist der Schalter, das sind die Schalter, da sind die Verlängerungen, die ist mir gerade abgefallen, macht aber nichts. Das baue ich nachher alles wieder ein. Und jetzt kann man hier auch wiederum mit Steckverbindern die Drehspulmesswerke abmachen, sodass ich auch diese Einheit jetzt hier lose habe. Und jetzt ist es eben auch so, ich komme eben hier komplett an alle Bauteile und so weiter und an die Leiterplatte hier praktisch komplett ran. Gut. Dadurch, dass hier die beiden Potis kaputt sind, muss ich die also auf jeden Fall ersetzen. Ich hoffe, dass das irgendwie so standardmäßig 10 Kilo oben 10 Gang Potis sind. Sowas hätte ich noch da. Ich kann jetzt oben leider keinen Aufdruck sehen. Das heißt, ich werde die erstmal dort rausschrauben, auch ablöten und dann hier auch mal ein bisschen Platz schaffen, das Gerät hier mal kurz wegstellen und dann einfach mal die Potis einfach auslöten. So, Lötstation ist da. Ich werde die mal hier hinstellen und anschließen. Als erstes werde ich mal die Potis hier oben lose schrauben. Dazu braucht man so einen 13er. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Ich werde mal ein bisschen reinzoomen, damit man es besser sieht. Also auch hier. So. Einmal das eine, dann hier das andere. Gut, das ist erstmal lose. Was ich jetzt nochmal machen werde, ich werde mal ein sicherheitshalber ein Foto vorher machen.
dass ich weiß, wo die da rangehen auf der Leiterplatte, die Drähte dort oder die Litze hier, dass ich genau weiß, wo die rangehen. Also ich mache jetzt mal ein Foto, dann nehme ich die raus, löte die ab und hoffe dann auch, dass die ich noch da habe, das sind etwas andere, dann natürlich auch passen. So, Fotos habe ich gemacht, sodass ich jetzt hier einfach mal die ablöte, die einzelnen Drähte. Ich müsste das eigentlich hier rausnehmen, irgendwie, wenn es geht. So. Noch so einmal rumgewickelt, das nervt immer. Ach, das, ich werde die einfach abschneiden, was soll's. Ich schneide das jetzt oben ab am Poti, dort auch. Das ist mir einfach jetzt hier zu blöd. Da sind die Sachen hier einmal rumgewickelt, die Litze. Und dann zieht man das alles so raus. Also ich schneide die einfach jetzt ab, hier jeweils, und dann kommen die neuen rein. So, also einmal hier. Und einmal da, da kann ich auch direkt den Pin von dem Poti abknipsen. Das spielt gar keine Rolle, ist sowieso kaputt. Und hier auf der Seite genauso. Ja, das war das Falsche. Und dort auch. Ja. Wo hängt das da jetzt noch? Mann, ist das jetzt echt nervig hier. So, das erste ab, ist ab. Das zweite ist hier auch ab. Dann das mal die Rückseite abmachen. So, jetzt ist also hier das kaputte Poti. Da wurde offenbar sehr viel Kraft aufgewendet, es wurde offenbar reingedrückt. Das ist es also hier und juhu, es ist ein 10 Kilo Ohm Poti. Das ist schon mal gut, weil das habe ich auch da. Hier sieht man übrigens den Aufbau von so einem Mehrgang-Potentiometer. Man muss ja hier, weiß ich nicht, 10 Mal drehen, bis man am unteren Ende angekommen ist. Also so sieht es von innen aus. Ne? Das ist hier der Widerstandsdraht praktisch. Und hier, wenn man jetzt hier dreht, dann geht man sozusagen hoch bzw. runter. Dann hat man hier die drei Anschlusspins. Das andere Poti hier ist auch ein 10 Kilo Ohm Poti. Und hier wurde tatsächlich einfach die Achse irgendwie, keine Ahnung, abgeschnitten, was auch immer. Funktionieren tut es wahrscheinlich noch, weiß ich nicht. Aber die beiden werde ich erstmal austauschen und dann gucke ich mal, ob das Gerät damit dann auch wieder funktioniert. So, ich habe jetzt hier die zwei Ersatzpotis da. Ich werde mal wieder ein bisschen rauszoomen und das hier ein bisschen wegklappen. Denn bevor ich die anschließe, möchte ich mal kurz durchmessen, wie die Pinbelegung ist. Ich nehme mal an, hier unten ist der Schleifer und hier kann man diese 10 Kilo ummessen. Das werde ich mal probieren, um nachher zu festzustellen, wo ich nachher die Litze dort anlöten muss. Also das wäre jetzt hier das Ersatzpoti. Es ist von der Gesamthöhe hier ja eigentlich ein bisschen kleiner, also hier dieser Abstand. Aber hier nach oben hin müsste es passen. Gut, die Achse ist jetzt auch etwas länger. Bei dem anderen, was ja zerschmettert wurde, weiß gar nicht mal, wie lang die Achse da war. Da ist es so, müsste trotzdem passen. Also die Achse werde ich in keinem Fall kürzen. Sollte man eigentlich auch nicht machen. Das ist immer mechanische Belastung auf so einem Poti, das ist nicht gut. Und gut, also ich werde jetzt erstmal das Poti hier ein bisschen durchmessen, das Original. Hier sieht man übrigens auch nochmal, wo ist es hier, wie die Belegung ist mit 1, 2, 3. Und hier
auch, wo waren das hier? Hier, dort, schwach also ja, sozusagen eingestempelt. Aber trotzdem, sicherheitshalber, will ich es einfach mal nachmessen, dass ich da nicht irgendwie das falsch einbaue und nochmal auslöten muss. Deswegen habe ich hier auch ein Multimeter, was ich nehme, um da einfach mal den Widerstand jetzt zu messen. Also, Widerstandsmessbereich ist eingestellt. Ich klappe das Gerät mal hier auf. Und jetzt messe ich einfach mal zwischen diesen beiden Punkten. Da sieht man schon, also ich habe jetzt diese beiden hier. Und wenn ich jetzt hier an der Achse drehe, passiert nichts. Das heißt, das ist sozusagen Anfang und Ende. Und der Schleifer, ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt noch rankomme. Der ist nämlich abgerissen. Ich muss versuchen, hier mit der Hand dran zu halten. Ja, am Schleifer kann ich jetzt. Oh, das Multimeter sieht man kaum, sehe ich gerade. Am Schleifer, wenn ich jetzt also hier drehe, kann ich von 0 bis dann eben 10 Kilo umdrehen. Bei dem anderen, denke ich mal, ist es genauso. Also, es gibt zwar, glaube ich, keinen richtigen Standard, aber viele Hersteller bauen die Dinger so, dass hier zwischen 10 Kilo um normalerweise sind. Genau, und unten ist der Schleifer. Das ist vielleicht erstmal irritierend etwas, aber hier sieht man es auch, okay. Also ich drehe jetzt hier und gehe dann eben runter auf 0 wieder, ne? Also die Anschlussbelegung ist praktisch gleich bei beiden. Das ist schon mal ganz gut, sodass ich die jetzt wirklich dann tauschen kann, beziehungsweise die neuen jetzt einbauen kann und anschließen kann. Was ich mir noch überlegt habe, ist, ich werde Folgendes machen. Ich werde hier diese Leitung, die jetzt hier übrig sind, also hier die hier, das hier und auch die austauschen. Die sind im Moment etwas zu kurz. Ich werde die Leitung erstmal an die Potis anlöten, drei Stück. Und dann werde ich die einsetzen und dann auf der Leiterplatte hier auf der Rückseite werden die hier irgendwo angelötet, an diesem Bereich hier irgendwo. Weiß ich jetzt nicht genau, hier diese drei Pins sind das, glaube ich. Da werde ich die dann auf die Leiterplatte löten. Und ich denke mal, das ist ein bisschen einfacher vom Platz her und so weiter. So, ich habe die beiden neuen Potis vorbereitet. Ich habe also hier die Leitungen angelötet. Ich habe das jetzt so gemacht, dass der Schleifer hier schwarz ist und die anderen beiden blau. Und habe die auch schon gleich mal in die richtige Richtung so angelötet. Ich habe jetzt auch noch was gesehen, was sehr interessant ist. Und zwar, wenn man sich hier auf der Leiterplatte mal den. Ja, das sieht man leider nicht wirklich. Und zwar ja, da, wo die Pins angelötet sind. Ja, hier komme ich ungefähr ran, in etwa. Also dort. Dort sind auf der Leiterplatte jetzt, ist jetzt zu sehen, 2, 1 und hier auf der linken Seite, ich weiß es jetzt nicht. Doch, 2, 1 sieht man dort. Und dann müsste da irgendwo in der Mitte auch 3 sein oder rechts ist 3. Das heißt also, da kann man dann direkt, also da hat man gleich die Information, welcher Pin woran muss. Ich zeige das hier vielleicht nochmal kurz mit dem Schraubendreher. Also, bin ich denn da jetzt überhaupt? Ach, hier auf der Seite. Hier sieht man, hier der linke, das ist die 2, der rechte ist die 3. Und der in der Mitte, da sieht man unten die 1. Das heißt, die haben dort in Kupfer sozusagen festgenagelt, wo die Leitungen ran müssen am Pot. Die sind natürlich sehr gut. Da hätte man sich natürlich die Fotos sparen können, aber trotzdem sollte man sowas dann immer machen, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie die Anschlussbelegung war. Also ich werde jetzt die beiden, also die drei Leitungen bzw. die sechs Leitungen rauslöten und dann entsprechend die neuen Potis dort wieder einlöten und dann erstmal auch einen ersten Test natürlich durchführen, ob das dann in Ordnung ist. Ich sehe auch gerade hier auf der Rückseite ist auch die Beschriftung drauf, erstaunlicherweise. Das Auslöten ist relativ einfach. Man dreht die eben um, nimmt sich jetzt hier die eine Leitung, die hier irgendwo ist. Ich muss mal gucken, wo ich da jetzt gerade dran bin. Also die hier zum Beispiel, die halte ich einfach fest. Und wo ist es jetzt in der Kamera? Hier, das ist er. Und mache ich einfach warm und ziehe es raus. Und so mache ich das mit allen sechs Leitungen. Und dann werde ich danach noch mal ein bisschen entlöten mit einer Entlötpumpe.
damit die Löcher frei werden, dann kann ich die neuen Leitungen anlöten. Hier auf der Seite genau das gleiche. Ich weiß jetzt leider nicht, welchen Draht ich da gerade habe. Das war der richtige. Jetzt kommt der nächste. Okay. Und der letzte. Gut. Das war's. Also die Leitungen sind jetzt alle raus. Und noch, wie gesagt, Entlötpumpe nehmen und dann die neuen Potis dann einfach einlöten. Das Einfädeln von den beiden Potis hier ist doch schwieriger als gedacht. Ich habe es zwar hier schon geschafft, aber es war doch recht mühselig. Man sieht hier auf der Rückseite dann auch die langen Enden. Ich habe das also so gemacht, dass ich bei dem Poti sehr weit abisoliert habe und habe dann versucht, es hier einzufädeln. Das ging soweit, allerdings nur mit der rechten Seite hier. Mit dem geht es nicht, und zwar, weil ich das Poti hier nicht reinbekomme. Also ich kriege das mechanisch nicht rein. Das heißt, ich muss diesen Bügel zumindest auf der einen Seite ablöten, dass ich den ein bisschen hochklemmen oder hochbiegen kann, ganz bisschen, dann kommt das Poti rein und dann werde ich dort das dann auch verlöten können. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Bügel ablöten, beziehungsweise eine Seite davon. Dann werde ich das einfädeln, die Leitung für das Poti gleich drunter klemmen. Und dann kann ich einen Test natürlich durchführen. Bei dem ist es so, das Poti kriege ich hier so rein. Also ich kann das hier so einfädeln, wie man sieht, und dann anschrauben. Wie gesagt, das geht bei dem nicht, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil hier vorne so eine große Diode ist, die ist im Weg, und auf der anderen Seite ist hier dieser Stecker im Weg. Das heißt, ich bekomme dieses Poti einfach nicht hier rein, das geht nicht. Also hier erstmal nochmal eine Seite ablöten, ein bisschen hochbiegen, sozusagen einfädeln, die Leitung anlöten und das Poti dann mechanisch befestigen. So, ich habe jetzt hier den Bügel auf der einen Seite ab. Und ich kann jetzt also wirklich ganz locker hier das Poti drunter klemmen und dann eben verlöten. So, das mache ich jetzt gleich und dann werde ich mal einen ersten Versuch machen, ob das Labornetzteil denn damit repariert ist. So, die beiden Potis sind jetzt hier angelötet und auch provisorisch mal angeschraubt. Sind also noch nicht komplett fest. Und jetzt kann ich also so den ersten Test mal machen. Das heißt, ich werde jetzt die Leiterplatte wieder an das Gehäuse da also anklemmen und so weiter. Und dann schalte ich das mal ein und gucke, was passiert. So, die Sachen sind erstmal hier so provisorisch angeschraubt und angeklemmt hier oben. Wie gesagt, ist alles noch los. Ich werde mal hier jetzt den Hauptschalter einschalten. Man sieht, der linke Kanal geht. Der ging ja schon vorher. Aber auch hier der mittlere geht nun. Und auch der rechte. Da geht jetzt alles so, wie es sein soll. Das heißt, das Gerät ist wahrscheinlich jetzt damit repariert. War so ein bisschen friemelig durch den Austausch der Potis, aber es ging auf jeden Fall. Und ja, jetzt werde ich das Gerät natürlich komplett zusammenschrauben, beziehungsweise vorher nochmal hier die Potis richtig festschrauben und nochmal kurz einen Check machen generell, und dann war das das eigentlich. Diese vordere Baugruppe habe ich hier wieder zusammengeschraubt, komplett. Und jetzt werde ich hier vorne einsetzen. Dazu muss man zunächst den Stift hier von dem Schalter durchziehen und auch den Schutzleiter gleichzeitig hier ein bisschen durchfädeln. Dann wird der Schutzleiter hier vorne angeklemmt. Also dort. Und dann kann man das normalerweise hier ganz gut wieder reinsetzen. Lass mal gucken, ich muss von der anderen Seite mal gucken, wo das da rangeht. Ich sehe das im Moment hier nicht, aber das müsste eigentlich gut passen. Na. So. Dann kann ich jetzt als nächstes hier den Einschalter raufdrehen auf die Achse. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man jetzt also hier einschaltet. Soll auch schon gut bedienbar sein. Und als nächstes
wird dann da die Aluplatte noch mal raufgeschraubt. Ich drehe das hier noch mal. Also die kommt jetzt hier mit rauf natürlich. Dann kommen hier wieder diese kleinen Aluschienen dazu. Und so wird das Gehäuse dann wieder zusammengeschraubt natürlich. Hier auf der Oberseite müssen natürlich dann noch die Stecker hier angesteckt werden, die ja nach hinten gehen. Und dann ja, die Schalter hier müssen noch durch. Muss man ein bisschen hin und her wackeln, dann klappt das aber schon. Und damit wäre das Gerät dann auch wieder zusammengebaut. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Funktionstest, was die Spannung betrifft. Also ich kann jetzt hier wieder 7 Volt einstellen. Auf dem rechten Kanal, hier auf den mittleren, geht der hoch bis 27. Hier bei dem glaube ich auch. Das funktioniert soweit. Also ich kann es hier auch einstellen. Natürlich, das ist bei allen dreien möglich. Was jetzt noch fehlt, das sieht man ja hier, sind die Drehknöpfe. Ich habe leider keine da. Da muss ich also jetzt hier noch 3 Drehknöpfe mit 6,3 mm Spannzange kaufen und nochmal 3 mit 4 mm, dass ich da die Drehknöpfe wieder dran bekomme. Also die Bedienung ist natürlich so nicht sehr schön. Ja, aber das war erstmal das zu so einer Reparatur. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.